So Leute, ein kleines, aber wichtiges Infovideo für alle die, die immer im Livestream dabei sind. Ich habe mich halt jetzt doch dazu entschlossen, auf Twitch zu streamen. Warum will ich das Ganze machen? Ganz einfach, YouTube regt mich inzwischen wirklich auf, was die ganze Copyright-Geschichte betrifft. Weil ich kann halt auf YouTube, wenn ich auf Stream bin, keine Musik hören. Ich kann nicht auf irgendwelche Videos reagieren, weil ich direkt den Vorwurf bekomme von YouTube selber. Nee, das ist Copyright, da darfst du nicht zugucken. Also das ist halt einfach so die kleinen Punkte. Dann auf Twitch habe ich halt einfach mehr Möglichkeiten, was Spielereien betrifft, für Punktesystem, für treue Zuschauer und hast du nicht gesehen. Also, wenn du mir immer noch folgen willst, gar kein Problem, aber ich sage auch schon direkt, wir werden nicht konstant jetzt nur noch auf Twitch bleiben. Ich werde halt so einen Switch machen, mal so, mal so, mal so, mal so. Weil direkt rübergehen zu Twitch und sagen, hallo, hier bin ich, das wird glaube ich nicht so ganz einfach. Aber natürlich, wenn es darum geht, wie ist der Name bei mir auf Twitch, ganz einfach yt-familyhack. Also genauso wie der Creator Code, ist genauso wie es da unten steht. Ihr seht oben links, noch haben wir keinen einzigen Follower. Ich habe den Account dann gestern Abend noch schnell erstellt. Habe dann auch schon ein paar Sachen eingestellt. Deshalb kam halt gestern auch gar nichts mehr von mir. Und ja, ich weiß nicht, ihr könnt es vielleicht irgendwo verstehen. Was Zuschauerzahl betrifft oder sonst irgendwas, wird es auf Twitch definitiv nicht einfacher. Weil wenn man sich wirklich mal auf Twitch so die ganzen Streamer anguckt, das ist halt wirklich ein Unterschied zu wie Tag und Nacht, was YouTube betrifft. Da funktionieren diese ganzen Last Like da und hast du nicht gesehen Geschichten überhaupt nicht. Die Leute werden einfach weggebannt und sind verschwunden von Twitch. Also ich habe mir gestern wirklich mal einige Streamer angeguckt. Einfach alles tiefenentspannt. Und ihr wisst ja, ich bin schon ein bisschen älter. Also ich habe auch keinen Bock mehr auf dieses Rumgeflame im Chat. Und ihr wisst genau, was ich meine. Also wenn ihr mich natürlich immer noch unterstützen wollt, könnt ihr das natürlich immer noch gerne tun, vergesst nicht Creator Code einzutragen, aber folgt mir halt einfach auch auf Twitch. Wir werden da heute mal, denke ich mal, den ersten Livestream starten, dann gucken wir einfach mal, wer alles dabei ist. Wie gesagt, der Name da ist yt-familyhack. Ich glaube, ein paar Stück haben mich sogar schon gefunden, weil der Kanal hat gefühlt schon 100 Aufrufe fast. Und ich habe noch überhaupt nichts gemacht. Ich habe den gestern Abend ganz einfach nur erstellt. Kann natürlich meine eigenen Aufrufe sein, aber normalerweise ist das so, dass immer nur der einzelne Account zählt. Aber ich denke mal, wir werden uns dann da auch des Öfteren sehen. Und auch da sind schon wieder ein paar Sachen geplant. Also schaut ruhig vorbei. Aber ich sage nochmal, ich werde so einen Wechsel machen zwischen YouTube und Twitch. Also immer hin und her switchen. Mal so, mal so. Aber wenn ich auf Twitch online gehe, habe ich eigentlich so geplant, dass ich immer ein kleines Video mache, dass ich gleich online gehe und etc. pp. Also ihr werdet trotzdem nichts verpassen, auch wenn ihr nur auf YouTube bleiben wollt. Videos werde ich natürlich immer noch hochladen zu den Aufgaben, wenn natürlich vernünftige Aufgaben auch kommen und nicht töte 100 Leute da und da. Ich meine, das kann man inzwischen gut verstehen. Nicht, weil es keine Aufrufe bringt, aber es bringt halt einfach wirklich nichts. Es steht da, was zu machen ist. Und ich hoffe auch, einige werden mir jetzt nicht sauer sein oder so. Aber die Copyright-Geschichte ist halt einfach, was YouTube betrifft, eine Katastrophe. Du kriegst direkt einen Bann oder eine Verwarnung, nur weil du 10 Sekunden irgendeinen Tanz hörst. Also ich bin hier im Hintergrund dauernd immer wieder irgendwelche E-Mails am Verschicken. Und hast du nicht gesehen. Deshalb muss ich da halt auch immer aufpassen. Und auf Twitch hast du wirklich komplette Freiheit. Wenn du Lust hast, gerade auf ein Video zu reagieren, reagierst du auf ein Video. Es interessiert keinen. Es ist einfach so. Es interessiert einfach keinen. Ich kann Musik einfach im Hintergrund laufen lassen. Interessiert keinen. Ich weiß nicht, ihr werdet das wahrscheinlich nicht ganz so verstehen, aber selbst normale Spiele, GTA, habe ich Probleme, was die Musik betrifft. Kann ich nicht einfach so spielen. Im Stream selber kriege ich nicht unbedingt Probleme, aber danach. Ich müsste den Stream quasi direkt wieder löschen, so als wäre das Ganze nie da gewesen. Und das stört mich halt auch wiederum ein bisschen, weil auf Twitch kannst du dir auch einen Stream nochmal später angucken und hast du nicht gesehen. Also wie gesagt, lasst gerne ein Follow da bei Twitch. Ich werde hier auf YouTube immer noch auftauchen, keine Panik. Und auch an alle Mitglieder natürlich. Ihr müsst die Mitgliedschaft nicht mehr verlängern,
Aber würde mich natürlich trotzdem freuen, ist natürlich eine finanzielle Unterstützung. Ich werde auch zwischendurch, wie gesagt, immer noch auf YouTube streamen, gerade Custom Games und so oder mal so größere Geschichten. Es wird halt, wie gesagt, immer so ein kleiner Wechsel sein. Aber guckt halt auch mal auf YouTube, auf Twitch vorbei, weil da kann ich halt einfach mal auf eure Videos reagieren und hast du nicht gesehen. Und persönlich habe ich eigentlich schon Bock, ein bisschen mehr zu machen, als nur stur Fortnite zu spielen. Und hast nicht gesehen. Ich hoffe, die meisten werden das verstehen. Mal gucken, wer nachher alles so am Start ist. Gleich muss ich erstmal meine Mutter besuchen. Ihr wisst ja, heute ist Muttertag. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.